Ich habe über die Jahre schon so einige Wohnungstouren sowohl aus Japan als auch aus Deutschland gemacht. Bei Interesse verlinke ich die mal hier oben im i. Ich schaue mir sowas selber super, super gerne an und könnte ewig über Wohnungen reden. Und deswegen dachte ich, mache ich mal ein Video darüber, was so Dinge sind, die ich aus japanischen Wohnungen sehr gerne mag und die ich im Zweifelsfall gerne in Deutschland hätte. Und vielleicht gibt es dann noch einen zweiten Teil, wo wir das Ganze mal andersrum machen. Also, was ich aus Deutschland gerne hier in Japan hätte, beziehungsweise was ich an japanischen Wohnungen nicht mag. Und damit nochmal herzlich willkommen auf Aprikosenklang. Ich bin Anne und ich habe lange keine Videos mehr gemacht, aber ich versuche wieder mehr Videos zu machen. Deswegen abonniert, liked das Video und kommentiert, damit das Ganze irgendwie so ein bisschen wieder in Gange kommt. Punkt 1. Der Genkan. Wir starten direkt am Eingang der Wohnung. In Japan hat jedes Haus oder jede Wohnung einen dedizierten Eingangsbereich, der wird auf Japanisch Genkan genannt. Das habt ihr sicherlich schon sehr häufig gehört. Das ist der Bereich, wo man seine Straßenschuhe auszieht, um dann den Rest der Wohnung nur mit Socken oder Hausschuhen zu betreten. Das Konzept von keine Straßenschuhe in der Wohnung haben wir in Deutschland eigentlich auch. Und deswegen finde ich es fast seltsam, dass wir nicht so einen dedizierten Eingangsbereich haben, wie sich das hier in Japan entwickelt hat. Beziehungsweise, dass wir vor allen Dingen nicht ein extra Wort dafür haben. Natürlich hat auch in Deutschland jede Wohnung einen Eingangsbereich, aber was den Genkan für mich ausmacht, ist diese Kante oder meistens sogar eine Stufe, die das Ganze visuell voneinander etwas mehr abtrennt. Und das macht für mich im Kopf so viel mehr Sinn und ich habe in Japan einfach sehr viel mehr Schuldgefühle, mit Straßenschuhen in die Wohnung zu gehen, als in Deutschland. Wenn ich den Schlüssel vergessen habe, ziehe ich die Schuhe nochmal aus. In Deutschland würde ich einfach nochmal kurz mit den Schuhen eingehen und dann wieder schnell ausgehen. Meistens hat man im Genkan dann auch noch ein Schuhregal mit eingebaut, um die ganzen Schuhe zu verstauen und dadurch ist das Ganze einfach super praktisch noch oben drauf. Punkt 2, Einbauschränke. Obwohl wir gerade bei praktischen Schränken sind, machen wir da direkt weiter. Die meisten Wohnungen in Japan haben ziemlich praktische Einbauschränke. Und ich betone hier die meisten so sehr, weil unsere letzte Wohnung hier in Japan hatte das nicht. Allerdings ist das auch die einzige Wohnung, die ich so kenne, die das so gar nicht hatte. Aber daher gilt wahrscheinlich für das ganze Video, alles was ich hier sage, gilt nicht immer 100% für alle Wohnungen in Japan. Aber kommen wir mal zurück zum eigentlichen Thema, Schränke. Und es gibt zwei Dinge, die ich sehr, sehr gerne an diesen Schränken mag. Erstens, man muss sich keine weiteren großen Möbel kaufen. Das heißt, wenn man eine Wohnung einrichtet, fallen viele große Möbelausgaben einfach weg. Ein Kleiderschrank zum Beispiel brauchten wir hier in dieser Wohnung einfach gar nicht, weil der war halt in der Wand. Zweitens, diese Schränke sind meistens ziemlich clever im Grundriss platziert. Bei uns zum Beispiel sind sie in der Mitte nebeneinander gereiht und die einzelnen Türen gehen dann eben in die verschiedenen Räume hinaus, sodass möglichst wenig Platz verschwendet wird und die Räume bleiben dadurch clean und haben keine komischen Verwinkelungen oder Kanten oder irgendwas. Und ich mag es einfach, dass man die Schränke zumachen kann und dann ist der Raum rechteckig und es steht nicht irgendwie irgendwo so ein Schrank in der Ecke rum oder sowas. An der Stelle noch ein extra Fun Fact zum Thema Schränke bzw. Lagerraum. Die meisten japanischen Wohnungen haben auch irgendwo so eine Art Bodenlagerraum eingebaut. In vielen Wohnungen ist das in der Küche, bei uns ist das jetzt zum Beispiel im Bad und das Ganze hat auch eine Art kühlenden Effekt, weil es ja im Boden ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn man in höher gelegeneren Wohnungen ist, aber prinzipiell soll das so eine Art kühlenden Effekt haben, sodass man da auch Gemüse oder Getränke lagern kann. Punkt 3. Japanische Badezimmer. Was ich mir allerdings am allermeisten aus japanischen Wohnungen für Deutschland wünsche, ist die Dreiteilung des Badbereichs. In Japan ist es nämlich so, dass man einen Vorraum hat, meistens mit Waschbecken und Waschmaschine, dann eine Art Dusch-Badewannen-Nasszelle und eine Toilette ganz sauber und separat. Ich finde nämlich vor allen Dingen die Teilung von Waschbereich, wo man sich sauber macht und Toilette, was ja eigentlich schon sehr unhygienisch ist, so logisch und hygienisch. Außerdem haben japanische Badezimmer super viele tolle Features, von denen ihr sicher auch schon so einiges gehört habt. Mein Lieblingsfeature ist, dass man die Badewanne automatisch auffüllen und beheizen lassen kann. Dafür gibt es dann so ein Kontrollpanel. Oft hat man davon auch noch mal ein ähnliches in der Küche, sodass man halt von der Küche aus die Badewanne auch vollfüllen lassen kann. Man sollte allerdings nicht vergessen, vorher den Stöpsel reinzumachen. Ich spreche aus Erfahrung. Und dadurch, dass man in Japan duscht, bevor man in die Badewanne geht, können dann eben auch mehrere Leute dieses Badewasser nutzen. Und falls es ein bisschen kalt wird, kann man es zwischendurch aufheizen. Prinzipiell kann man das in Deutschland natürlich auch machen, aber es ist halt ein bisschen unhygienischer, wenn nicht jeder vorher duscht und irgendwann wird das Wasser kalt.
Manchmal haben diese Nasszellen dann auch die Funktion eines Trockenraums, also dass man da zum Beispiel Wäsche drin aufhängen kann und die dann mit so einer Art warmen Föhnluft trocknen kann. Unsere Wohnung hat das jetzt leider nicht. Unsere letzte Wohnung hatte das zum Beispiel dafür. Das variiert immer so ein bisschen, wie neu die Wohnungen auch sind. Dann habt ihr sicherlich schon mal von den Washlets gehört. Das sind diese japanischen Hightech-Toiletten, die euch den Popo abspritzen und was weiß ich nicht alles. Was ich persönlich aber noch sehr viel praktischer und auch irgendwie minimalistischer finde, sind diese Waschbecken, die auf den Spülkästen oben drauf sitzen. Ich finde diese Spülkästen vor allen Dingen so praktisch, weil sie sowohl Wasser- als auch platzsparend sind, da man eben nicht in diesen meistens doch sehr kleinen Raum noch ein Waschbecken mit reinbauen muss. Und das ist einfach so eine smarte Lösung. Ihr merkt schon, bei japanischen Bädern habe ich sehr viele Gründe, warum wir die in Deutschland eigentlich brauchen. Warum haben wir das nicht? Wir sollten das alle haben. Fazit: Funktionalität wohnlich gemacht. Wenn ich japanische Wohnungen mit einer Art Catchphrase beschreiben müsste, dann wäre es Funktionalität wohnlich gemacht, denn es gibt noch so viel mehr praktische Features, die irgendwie in diesen Wohnungen eingebaut sind und es gibt so viel mehr, worüber ich noch reden könnte. Angefangen von Intercoms über Siebe, Küchenabfluss, eingebaute Fliegengitter, beheizte Badspiegel oder auch Schiebetüren und. Da gibt es so viele Sachen und jede Wohnung hat hier und da noch ein paar andere kleine Spielereien eingebaut. Deswegen lasst mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen, was ihr an japanischen Wohnungen besonders toll findet. Vor allen Dingen, wenn ihr in Japan lebt, aber vielleicht auch, wenn ihr schon mal länger hier wart, in einem Hostel oder irgendwo anders in einem eher privateren Umfeld gelebt habt, habt ihr bestimmt auch Eindrücke, also schreibt es gerne unten rein. Und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn ihr einen zweiten Teil wollt, wo ich darüber rede, was ich aus deutschen Wohnungen gerne in Japan hätte, aka was ich an japanischen Wohnungen nicht mag. Lol. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.